Einmal im Jahr verwandelt sich die Bezirkssporthalle von Schärding in ein Mekka der Lehre und Ausbildung. Die beliebte Lehrlingsmesse verzeichnete heuer einen neuen Rekord von 60 Ausstellern. Anstatt der üblichen Eröffnungszeremonie vor Messebeginn gab es erstmals abends ein kleines Stelldichein. Also das Wichtigste ist ja immer, dass man Leute zusammenbringt. Und so eine Veranstaltung am Abend macht es einfach. Die Leute können sich austauschen, die können sich vernetzen. Betriebe, Unternehmer, Lehrlingsausbildnerinnen, Lehrlingsausbildner. Und das, glaube ich, haben wir heute wieder gelungen geschafft. Neu war in diesem Jahr auch der Name. Statt Lehrlingsmesse heißt die Infoveranstaltung künftig nun Zukunftsmesse. Ja, Zukunftsmesse ist gemeinsam mit der Bildungsdirektion und den höheren Schulen im Bezirk Schärding eine Kooperationsveranstaltung. Und wir finden das so wichtig, damit der Jugendliche sieht, was er für Möglichkeiten in einem Bezirk hat wie in Schärding, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt, aber auch welche vielleicht auch zukünftigen Lehrherren, Lehrbetriebe, Unternehmer, Unternehmerinnen, wo der Jugendliche, der junge Erwachsene in ein Berufsleben einsteigen kann. Ja, sehr gute Symbiose, auch eine gewünschte Symbiose, weil wir einfach alle Talente der Jugendlichen entdecken wollen. Und da gibt es Talente, die Kinder und Jugendliche die Lehre machen. Dann haben wir Kinder und Jugendliche, die in höhere Schulen gehen. Aber wir brauchen alle Jugendlichen, sozusagen, dass wir unsere Betriebe auch ordentlich bestücken können. Und so konnte man die Ausbildungsvielfalt des Bezirkes Schärding auf einem Standort in 2 Tagen erleben. Schärding ist ja eine Traditionsstadt, eine historische Stadt, aber die Zukunft für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen ist ganz wichtig und dazu trägt die Lehrlingsmesse seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten bei. Zukunftsmesse heißt sie jetzt und ich glaube, da gehen wir gemeinsam in eine gute Zukunft mit unserer Jugend. Und das zeigt auch wieder bei dieser Messe, wir müssen die Leute, die jungen Leute, einfach ein gewisses Interesse wecken und auch die Fähigkeiten. Und ich glaube, das war heute auch der Fall. Wir haben sehr guten Zulauf gehabt. Im Zuge des Ausstellerabends wurden einige Informationen und auch die eine oder andere Erfahrung den Gästen nähergebracht. So konnte sich Schärdings Bezirkshauptmann aus seiner Lehrzeit beim Wasserverband Peuerbach Folgendes mitnehmen. Dass man auf Leute zugehen muss, dass man Lösungen finden muss, dass es nicht immer angenehm ist. Dass man aber immer neugierig sein muss, immer alles hinterfragen, damit man weiß, wie Abläufe sind und dass man möglichst viel lernt. Genau diese Erkenntnisse haben wohl auch schon jene Lehrlinge gemacht, die bei den Landes- und sogar Bundeslehrlingswettbewerben erfolgreich teilgenommen haben. So möchte Ines den jungen Menschen mit auf den Weg geben. Einfach eine schnuppern. Man kann überall, man kann sich Schulen anschauen, man kann sich Berufe anschauen und vielleicht, wenn Schule nicht für einen was ist, einfach ins Leben leben. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.